Yo, hier spricht der Ivan aus der Zukunft, der einfach viel krasser drauf ist als der Ivan aus der Vergangenheit. Ich schlag dir in die Fresse. Ich schlag dir voll ins Maul. Ja, wir sind gerade in Vorbereitung für die Halloween-Tour. Die startet in einer Woche genau. Ich wollte euch mitteilen, jetzt käme eigentlich Marburg in dieser Staffel. Aber da die Zeit leider so knapp geworden ist, schaffe ich es nicht, alles zu schneiden. Und daher werden wir leider auf die etwas langweiligeren Gigs verzichten müssen. Deswegen kommt gleich Bad Camberg. Seid nicht traurig, Marburg war eh nicht so lustig. Dann schalte ich zurück zum Ivan aus der Vergangenheit. Und wir sehen uns in der Woche. Ich habe ein Motorrad, du ein Fahrrad. Puh. Sarah und Ivan fahren wieder in wundervolle weite Wälder. Deutschlands schönste Bahnstrecke. Bad Camberg ist heute dran. Das Baperlapap. Bap. Wir sind extra ein bisschen früher gefahren, damit ihr euch dieses wunderschöne Städtchen ein bisschen präsentieren könnt. Hört ihr dieses Kind im Hintergrund? Das ist der Grund, warum man verhüten soll. Benutzt Kondome. Und die Pille und so Zeug. Wir sehen uns in Bad Camberg. Willst du ficken, ne? Bad Camberg, es ist sehr sommerlich frisch hier. Wir sind schon angekommen. Ich werde hier die ganze Zeit was überfahren. Und lustigerweise, da stehe ich. Bam. Mein Name ist Hase, ich weiß nicht Bescheid. Wir sind ganz komischerweise viel zu früh heute und gehen jetzt irgendwie versuchen, ob wir irgendetwas Essenstechnisches finden können, bevor es hier losgeht. So sieht es ungefähr aus, wenn man durch Bad Camberg schlendert. Fernseher! Wer verhaltet hier am Fernseher draußen, ey? Krass! Fernsehen macht dumm dick. Und drittens, gewalttätig. Gott schützt dies Haus und die da gehen ein und aus. Jesus, oh yeah, Jesus, oh yeah, Jesus, du bist wunderbar. Hier sind Pfeile, die führen irgendwo hin. Und letztendlich da rein. Sieht so eng an. Was verbirgt sich hier? Ich weiß nicht, sieht aus wie eine Pfanne. Natascha Kampusch, wir holen dich. Es war natürlich so, dass ich mich teilweise einfach in dem Verlies wohler gefühlt habe, als rauszugehen und irgendetwas tun zu müssen, was ich nicht tun wollte. In Bad Camberg will man deutlich machen, dass es eine Großschlachterei ist, wo man den Tieren hinterherjagt und sie auf grausamste Art und Weise mit dem Messer in den Arsch abschlachtet. Dieses Schwein ist von der Proportion irgendwie einfach 20 mal größer als der Mensch. Oh, das in einem Einfamilienhaus. Oder Mehrfamilien. Ja. Sehr sympathisch. Eben Soundcheck gemacht. Hier ist ein schöner Penny und so ein Typ da rausläuft. Ich bin gespannt, was er vorhat. Der geht wahrscheinlich nur zu seinem Auto. Total unspektakulär. Wrong! Wir haben gerade Soundcheck gemacht und ganz halliger, schöner Sound heute. Jetzt müssen wir nur warten, dass die Menschen kommen, wenn sie überhaupt kommen. Und Sarah, was meinst du, kommen Menschen? Da sind schon mal zwei, die gehen aber in die falsche Richtung. Ja, nein.
Wir sind drin. Bald geht's los. Ich zeige euch, langsam fühlt sich nicht viel, aber ich glaube, es sind jetzt schon mehr als ein Elf. Nein. Die Hälfte ist Besitzer. Wir sind Leute hinter den Leuten, macht euch keine Sorgen.